Mahlzeit. So, heute zeige ich euch mal, wie man Sitze anständig reinigt. Ne? Man sieht, da sind Sitze 30 Jahre alt, leicht verschimmelt auch, weil die standen, waren das ist aus meinem Polo, der ja mit undichtem Glasdach eine Zeit lang draußen gestanden ist. Ja. Ich mache das immer folgendermaßen. Es gibt natürlich professionelles Reinigungsmittel, ne, für das Gerät, was ich gleich benutze. Aber das Problem ist einfach, es wird sprühend aufgetragen. Es zieht nicht richtig ein, es wird nicht richtig einmassiert. Und dadurch, ja, ist die Tiefenreinigung nicht gegeben. Das heißt, wenn man leichte Flecken oder so hat, dann geht das damit. Das habe ich damit auch gemacht. Ja, man bekommt auch sich Cola und sonstige Rückstände raus. Also, ich benutze einfach, ich kann es ja hier zeigen, herkömmliches Waschpulver, Wasser, eine Sprühflasche, muss man nicht, und dann die Bürste. Das Tuch ist, wenn man nur leichte, ganz leichte Flecken hat und nicht so ein Gerät hat und sich das auch nicht leihen oder anschaffen möchte. Wie gesagt, für kleine Flecken ist das auch Quatsch. Dann ne, kann man das mit der Sprühflasche, ne, macht man warmes Wasser rein, Tuch, bisschen Waschpulver rein. Zum Versiegeln kann man auch noch ein bisschen Weichspüler dazugeben. Ich mache das jetzt nicht. Weil, ja, so, macht das grundsätzlich nicht. Aber man sagt halt, dass dadurch die Fasern ein Stück weit versiegelt werden. Das merkt man natürlich auch an Handtüchern. Wenn man die mit Weichspüler gewaschen hat, nehmen die weniger, ne, nach dem Duschen zum Beispiel weniger Feuchtigkeit auf. Bevor ihr Sitze reinigt, müsst ihr die immer absaugen. Ihr müsst immer den oberflächlichen Schmutz absaugen, weil sonst reibt ihr das nachher mit ein. Dann, ja, fangen wir mal an. So, für kleinere Flecken nehme ich so eine Sprühflasche. Wasser. So, dann sprühe ich den entsprechenden Fleck ein. Muss natürlich ein bisschen einwirken. Ne? Je nach
wie intensiv dieser Fleck ist. So, und dann nicht reiben, weil wenn ihr reibt, reibt den Dreck noch tiefer rein, tupfen und leicht drehen, ja, damit ihr das wieder aufnehmen könnt. Das wird hier natürlich nicht funktionieren, weil die Flecken einfach zu intensiv sind. Ne? Aber wie gesagt, nicht einreiben, reibt ihr das ein, habt ihr den Fleck noch tiefer und noch intensiver. So, in meinem Fall gebe ich jetzt also ein bisschen so eine Viertel Tasse Spülmittel. Ne, in die Bürste. Das hört sich gut. Halt werden. So. Dann habt ihr jetzt diese Seifenlauge. Dann nehmt ihr die Bürste. Und dann massiert ihr. Deswegen schäumt dann auch leicht, was auch Sinn der Sache ist. Ich mache jetzt nur die Hälfte von dem Sitz, damit wir nachher den Unterschied sehen. Ob das was gebracht hat oder nicht. So, ich denke, das reicht. So, seht, der Behälter ist leer. Logischerweise muss das Ganze jetzt natürlich ein bisschen trocknen, obwohl das ist schon fast trocken. Ne? Dadurch, dass wir jetzt ja den ganzen Dreck da, das ganze Dreckwasser da rausgezogen haben. Wir warten jetzt einen Moment und dann zeige ich euch eine Aufnahme, wie das Ergebnis geworden ist, wenn es richtig trocken ist. Und ich zeige euch das Wasser, was ich da rausgesaugt habe. So, der Sitz ist noch nicht ganz trocken. Ich wollte euch mal eben kurz das Schmutzwasser zeigen, was jetzt aus dem halben Sitz rausgekommen ist. Während der Sitz jetzt weiter trocknen kann, mache ich die anderen Sitze. Das filme ich jetzt nicht, weil gleiche Prinzip. Und die anderen Sitze sehen auch nicht so schlimm aus. Ne? Wie man sieht, der ist halt nur kaputt. Ne? Aber
von den Flecken her, hält sich das in Grenzen. Ich zeige euch noch das Gesamtergebnis, die Rückbank ist auch relativ sauber noch. Da sind leichte Flecken drauf, aber das bleibt ja nicht aus nach 30 Jahren. Okay, bis gleich. Ach egal, ich habe mir gedacht, ich fülle das doch mit. Gibt es einen Schnelldurchlauf. Auf geht's. Der Sitz ist trocken. Ich denke, man sieht den Unterschied eigentlich sehr deutlich. Man darf nicht vergessen, der Sitz ist 30 Jahre alt und die sind schon ziemlich abgenudelt. Hier ist irgendwie, was das ist, weiß ich nicht, auf jeden Fall. Das sieht angesenkt aus. Hier ist auch, da ist auch ein Brandloch. Also das kriegt man natürlich nicht weg. Man darf natürlich auch bei so einer Behandlung keine Wunder erwarten. Aber ich denke, das ist schnell gemacht. Ich würde mir auf jeden Fall so ein Gerät mieten, wenn man es nicht hat. Oder kaufen. Weil man kann es ja auch für Teppichboden und ja, wir machen, dadurch, dass wir drei Hunde haben ja, und die Kleine immer mit auf die Couch darf, werden die natürlich auch regelmäßig gemacht. Und bis jetzt haben wir super Erfahrung. Wenn ihr Sitze habt, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, die hier so Flusen ziehen. Das kommt mit dem Alter der Sitze. Wenn sich der Stoff so aufribbelt, da gibt es auch einen relativ guten, einfachen Trick. Dann nimmt man einfach Einwegrasierer, ne, ganz normal, und dann hier drüber fahren, dann werden die Flusen abrasiert. Dann sehen die Sitze auch wieder fast aus wie neu. So, gut. Ich denke, das, was ich euch zeigen wollte, habt ihr jetzt gesehen. Achte nur darauf, dass ihr normales Waschmittel nimmt. Kein Waschmittel, was irgendwie ausbleicht, gerade bei dunklen Sitzen. Weil das Problem ist, dadurch werden die Sitzflächen dann nicht mehr schwarz, sondern dann bleichen die aus und werden grau. Wenn man so Sitze hat mit farblichen Applikationen, kann man auch guten Colorwaschmittel nehmen. Weil das kräftigt die Farben. Für ganz schwarze Sitze kann man natürlich Waschpulver nehmen oder Waschmittel nehmen, was man auch für schwarze Wäsche nimmt.
Das kräftigt die schwarze Farbe auch. Ich nehme es nicht, weil wir machen das regelmäßig. Unsere Sitze sehen eigentlich immer gut aus. Von daher brauchen wir den ganzen Schnickschnack nicht. Nur jetzt wie bei diesen Sitzen, wie gesagt, über 30 Jahre alt und total versaut. Ne? Wie man hier sehen kann, immer noch Schimmelflecken, also so Stockflecken sind das. Die sind einfach durch Wasser entstanden. Wenn man hier guckt, dann sieht man, na, außer dass das Raue hier, ne, das bleibt natürlich nicht aus. Eine Bürste, ich würde eine relativ weiche Bürste nehmen. Keine zu harten, weil dann ribbelt man sich auch den Stoff auf, besonders bei alten Sitzen. Eine weiche Bürste nehmen, wenn das beim ersten Mal die Sitze nicht richtig sauber geworden sind, macht man das halt nochmal. Ja, also ich denke, wenn noch Fragen sein sollten, schreibt es in die Kommentare. Wenn ich noch was zeigen soll, zeige ich euch das gerne. Ich hänge im Anschluss nochmal ein Bild oder eine kurze Videosequenz an, wo alle Sitze fertig sind. Dass man das dann halt sieht, dass alle sauber sind. Gut, alles klar. Dann danke fürs Zuschauen. Abonnieren wäre cool. Ein paar habe ich ja schon. Und wie gesagt, Kommentare, Daumen nach oben. Dann bis zum nächsten Video. Ciao. So Leute, Sitze fertig. Brandlöcher kriegt man natürlich nicht weg, ne? Gut. Also wie das restliche Fahrzeug einfach nur ungepflegt. Ja, jetzt ist auch der schöne Schimmelgeruch weg. Obwohl die Sitze jetzt schon, ich glaube schon 4 Wochen, die draußen bei uns auf der Terrasse gelegen haben, zum Auslüften, haben die immer noch gerochen, als würden die, ja, weiß ich nicht, gammelig. Einfach nur gammelig. Und jetzt könnt ihr natürlich nicht riechen, aber jetzt ist dieser gammelige Schimmelgeruch weg. Gut, ich hoffe, das hat euch alles gefallen. Dann jetzt aber wirklich bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.